Ist geplant. Das nicht ganz so intuitive Elster, um ein Modul zu erweitern, mit dem man einfache Arbeitnehmersteuererklärung im Chatbot-Verfahren erstellen kann, wie das ja mittlerweile bei manchen Steuererklärungs-Apps schon geht? Also es gibt eine breite Palette von Produkten, die auf Elster aufbauen. Aber Elster selbst kann auch noch intuitiv und besser werden, das weiß ich. Auch dort sind wir dran. Ich bin froh, dass zunächst jetzt mal gelungen ist, dass man auch Belege digital nutzen kann. Aber ich weiß auch, als Anwender kann das noch besser werden. Wir haben ein gemeinsames Vorhaben mit den Ländern, Konsens und heißt das. Und da soll Elster in den nächsten Jahren noch moderner, intuitiver werden. Meine Vision ist die automatisierte Steuererklärung, wo die Belege automatisch zugeordnet werden und der Staat all die Daten, die er hat, schon vorher einfügt.